Was zuletzt geschah. Bei der Ankunft in Silberdorf lernte Feuerriegel viele neue Pokémon kennen. Alle Bekannten aus den früheren Abenteuern waren hier versammelt. Nach einem kurzen Gespräch wurde klar, dass sich niemand auf Lord Eckes Seite stellen wollte und alle Feuerriegel helfen wollten. Doch er wollte es nicht ohne Gegenleistung annehmen. Und so kam es, dass er in das große Problem eingeweiht wurde. Shinnok's Verschwinden. Sämtliche Hintergründe hierbei waren vollkommen offen. Und nun würde auch Feuerriegel ein Teil der großen Suche werden. Auch wenn Lord Ecke nicht begeistert darüber wirkte. Kapitel 3 Gerechtigkeit. Bereits bei Sonnenaufgang wurde ich wach. Ich war ziemlich aufgeregt, wie meine Suche laufen würde. Ich wusste ehrlich gesagt selber nicht, weshalb wirklich. Ich spürte einfach, dass diese Suche einiges für mich verändern könnte, sollte ich es richtig machen. Und deswegen war ich hochmotiviert und bereit, alles zu geben, damit der Tag ein Erfolg werden würde. Zudem wollte ich beweisen, dass Lord Ecke Unrecht hatte und gleichzeitig Bulbi helfen. Nachdem, wie er mich empfangen hatte, war Lord Eckes Sicherheit über Shinnok's Schuld Beweis genug, um für mich zu wissen, dass er unschuldig ist. Als ich das Haus verließ, war noch kein Pokémon unterwegs. Da ich noch Zeit hatte, begab ich mich auf den Hügel im Dorf. Ich konnte verstehen, dass die Gruppe von Pokémon, die mich aufgenommen hatte, diesen Ort so toll fand. Die Aussicht von diesem Hügel aus war atemberaubend. Es herrscht einfach eine ruhige Atmosphäre. Bereits die Luft an diesem Ort verriet, wie viele schöne Dinge hier bereits geschehen waren. Ich schloss meine Augen und holte tief Luft. Ich hatte mich selten so entspannt gefühlt. Vor meinem inneren Auge begann ich Szenen zu sehen. Sie alle spielten unter dem Baum, unter dem ich saß. Ich sah ein Vulpix, welches offenbar Lord Ecke war, das ich mit zwei anderen Pokémon unterhielt. Ich konnte sie nicht identifizieren, doch irgendetwas an ihnen löste ein fernes Gefühl in mir aus. Sie alle schienen sehr glücklich. Anschließend sah ich zwei weitere Pokémon. Nun war ich in einer Winternacht angelangt. Eines der beiden Pokémon erkannte ich sofort. Anders als bei Lord Ecke hatte sie sich nicht wirklich verändert. Es war vermutlich noch nicht so lange her. Das Pokémon, das ich erkannte, war Bulbi. Das zweite Pokémon war mir unbekannt. Es war etwa gleich groß wie sie und hatte ein blau-schwarzes Fell. An seinem rechten Auge streckte sich eine Narbe entlang. Er schien zu reden, wobei er den Mond ansah, drehte sich aber nach kurzer Zeit zu Bulbi. Das nächste, was geschah, beantwortete sofort viele meiner Fragen. Bulbi kam Tränen, offensichtlich der Freude, und die beiden küssten sich. Das blau-schwarze Pokémon mit der Narbe muss Shinnok's gewesen sein. Mit diesem Bewusstsein verstärkte sich mein Gewissen erneut. Dieses Pokémon konnte unmöglich etwas Böses im Schilde führen, oder? Doch dies war nicht das Letzte, das ich sah. Jedoch war die nächste Szene nicht im Ansatz so schön oder fröhlich wie die anderen beiden. Das Dorf war leergefegt. Lediglich zwei Pokémon waren hier. Eines von ihnen kam mir bekannt vor. Es erinnerte mich etwas an denjenigen, der mich angegriffen hatte. Darkrai war sein Name, wenn ich mich nicht irre. Jedoch sah er nicht gleich aus. Was auch immer dort zu sehen war, wirkte mächtiger. War dieses Wesen mit Darkrai verwandt? Das andere Pokémon war deutlich kleiner, etwa meine Größe, doch seine Ausstrahlung war ebenfalls unfassbar mächtig. Die beiden schienen zu kämpfen, dann verschwand die Vision. Ich hörte eine seltsame Stimme. Diese Welt wird ihre verdiente Macht erlangen. Dieser Ort birgt das Geheimnis, das das Ende besiegeln wird. Ob im Guten oder im Schlechten, liegt in der Hand der Helden. Im nächsten Moment befand ich mich wieder in der normalen Welt, dort, wo ich gesessen hatte. Ich war zunächst ziemlich verwirrt von dem, was ich gesehen hatte, entschied mich jedoch, zumindest das, was mir überhaupt nichts sagte, zu vergessen.
Die Szene mit Scheinux und Bulby jedoch. Sie zeigte mir bereits einen Teil der Persönlichkeit des gesuchten Pokémon und verstärkte erneut mein Gewissen. Da ich jedoch nun keine weiteren Visionen hatte, konnte ich mich wieder dem wunderschönen Anblick des Hügels widmen und meinen Gedanken. Die Suche nach Scheinux würde einige Zeit in Anspruch nehmen, das war relativ eindeutig. Aber was danach? Die Suche nach meinen Erinnerungen war schließlich nicht vergessen, nur weil sie verschoben wurde. Und sollte ich diese zurückerlangen, was dann? Würde dann eine Suche nach diesem Pokémon beginnen, nach Günther? Würde ich mich an eine Heimat erinnern, in die ich zurückkehren könnte? Würde ich überhaupt zurückkehren? Der letzte Gedanke entschwand mir eher ungewollt und spontan. Doch je mehr ich darüber nachdachte, desto eher wirkte es auf mich realistisch. Außer Lord Ecke waren alle hier wirklich nett zu mir. Das kleine Dorf war wunderschön. Und sollte ich meine Erinnerung zurückerlangen können und wir würden Günther finden, könnte ich mich vielleicht auch besser mit Lord Ecke verstehen. Vor allem, da er mir endlich glauben würde. Ich entschloss mich, diese Überlegungen auf den Moment zu verschieben, in dem alles soweit war. Wie sollte ich so eine Entscheidung treffen, ohne mich an meine Vergangenheit zu erinnern? Wenn ich eine Familie hätte, würde ich bestimmt nicht einfach in Silberdorf bleiben. Eine Stimme riss mich aus meinem Gedankenkarussell. Hier bist du also Vollriegel. Die anderen warten schon alle auf dem Dorfplatz. Kommst du? Ich drehte mich um und sah Ivy, die wie meistens sehr hibbelig wirkte. Alles klar, ich komme. Wie bereits angekündigt, waren alle anderen inzwischen auf dem Hauptplatz versammelt. Ein kurzer Blick in die Runde bestätigte die Vollzähligkeit. Und auch Lord Ecke. Kaum war ich angekommen, nahm Latias das Wort an sich. Dass sie in dieser Gruppe derzeit eine Führungsrolle übernommen hatte, war mir auch schon vorher vermehrt aufgefallen. Sehr gut, alle sind versammelt. Da wir einen neuen Mitstreiter haben, musste ich für heute etwas umplanen und wir haben die Gruppenverteilung der letzten Tage geändert. Also fangen wir direkt an. Lord Ecke unterbrach sofort wieder, überraschte mich jedoch mit seiner Frage. Kann ich zusammen mit Vollriegel suchen? Dieser Umschwung machte mich sofort misstrauisch und Latias schien die Lage sogar noch genauer zu erkennen als ich. Ich bin nicht dumm, Lord Ecke. Ich habe es dir schon gesagt. Sobald wir Scheinux gefunden haben, helfen wir Vollriegel, seine Erinnerung wiederzufinden. Du musst gar nicht erst versuchen, Antworten aus ihm herauszubekommen, die er nicht hat. Lord Ecke wirkte erneut ziemlich genervt davon, dass er ertappt wurde. Außerdem halte ich es nicht länger für sinnvoll, dass du alleine reist. Was? Warum das nicht? Ich kann mich ja wohl gut alleine verteidigen. Ich brauche keine Hilfe. Genau deswegen ja. Wenn du Scheinux alleine begegnen würdest, würden wir ihn nicht lebend wiedersehen. Ich werde dich begleiten, damit zumindest die Hälfte in deiner Gruppe rational denken kann. Lord Ecke verstummte nach dieser Aussage. Latias atmete kurz durch, bevor sie fortsetzte. Also, wo waren wir? Ich reise wie gesagt zusammen mit Lord Ecke. Latios, Hydropi, ihr bildet Gruppe 2. Bulby, du machst dich zusammen mit Seemops auf die Suche. Ivy, Chillast, Feurigel, ihr drei bildet die letzte Gruppe. Ich kann nicht einschätzen, wie stark du bist, Feurigel. Deswegen habe ich mich bei euch zur Sicherheit für eine größere Gruppe entschieden. Ist jeder einverstanden mit diesen Gruppen? Noch bevor eine Antwort kommen konnte, fügte sie hinzu. Jeder außer Lord Ecke. Alle anderen waren zufrieden mit ihren Gruppierungen. Es war zwar etwas seltsam, zusammen mit zwei jüngeren Pokémon zu reisen und sie sollten auf mich aufpassen, aber da ich selber nicht genau wusste, was ich in einem Kampf hinbekommen würde, war ich doch ziemlich erleichtert. Zudem war mir bereits klar, dass die beiden eine angenehmere Reisebegleitung sein würden als Lord Ecke. Mir tat nur Latias leid, die sich freiwillig mit ihm abgab. Trotz allem begannen wir unsere Suche ziemlich direkt, nachdem Latias Ansprache beendet war. Ivy und Chillast hatten eindeutig bereits einen Plan ausgearbeitet. Wir suchen eher nach einem Versteck, in dem er die Nächte verbringt. Einem festen Standpunkt. Würden wir nach Scheinux selber suchen, müssten wir eigentlich jeden Tag von neuem beginnen. Schließlich kann er sich bewegen, wohin er möchte. Wenn wir einen derartigen Ort finden, würden wir uns nur noch auf die Lauer legen und warten müssen.
Der Gedankengang der beiden gefiel mir sehr gut und macht deine systematische Suche deutlich einfacher. Wir haben, bevor du gekommen bist, schon den Wald und die Küste untersucht. Erfolglos, wie du dir vielleicht denken kannst, sonst würden wir nicht suchen. Heute wollten wir uns die Hügellandschaft im Osten angucken. Wie der Name schon sagt, gibt es dort nichts als Hügel und die Höhlen in ihnen. Einige von ihnen bleiben dem normalen Reisenden leicht verborgen. Deswegen schätze ich die Chance, dort fündig zu werden, relativ hoch ein. Aber natürlich kann ich für nichts garantieren. Und deswegen sollten wir so schnell wie möglich sicher gehen. Kommt ihr beiden, wir müssen los! Bevor ich überhaupt verarbeitet hatte, dass die beiden ihre Erklärung beendet hatten, war Ivy bereits vorausgerannt. Chlast musste meinen ziemlich verwirrten Blick bemerkt haben, denn er lachte nur kurz. So ist Ivy nun mal, man muss sich erst an ihre Art gewöhnen. Der Fußmarsch in die Hügellandschaft dauerte nicht sonderlich lange, etwa eine Stunde. Um es kurz zu machen, Höhlen gab es dort viele, jedoch diente keine von ihnen als Versteck. Jedoch war die Zeit, zumindest für mich, nicht komplett verschwendet, da ich sie nutzen konnte, um meine Begleiter besser kennenzulernen. Was denkt ihr eigentlich von der Situation? Glaubt ihr an Shinooks Unschuld? Das ist gar keine Frage, natürlich tun wir das. Er würde uns sowas nie antun, vor allem Bulbi nicht. Eigentlich glaubt außer Lord Ecke keiner wirklich daran. Latias, Latios und Hydropi stehen dem Ganzen sehr neutral gegenüber, was auch eine sehr gute Herangehensweise ist, vor allem aus ihrer Sicht, da sie Shinooks noch nicht unbedingt sehr gut kannten. Aber wir alle, die mit ihm zusammen aus der anderen Welt hergekommen sind, glauben fest an seine Unschuld. Bulbi würde wahrscheinlich sogar noch daran glauben, wenn Shinooks ihr ins Gesicht sagen würde, dass er es aus böser Absicht getan hat. Könnt ihr mir etwas über Seemups und Bulbi erzählen? Ich habe von den beiden noch nicht viel mitbekommen. Naja, über Seemups gibt es nicht sonderlich viel zu sagen. Er ist eine Frohnatur, die ihresgleichen sucht. Chlast warf einen verstohlenen Blick zu seiner Seite. Naja, und sie in Ivy gefunden hat, aber das ist nicht der Punkt. Er ist der jüngste von allen aus unserer Gruppe. Er hat allein in der Eisregion gelebt, bevor Darkrai ihn ausgewählt hatte, um uns auf unserer Reise, um diese Welt zu retten, zu begleiten. Ivy untermalte noch einmal fröhlich Chillasts vorige Aussage. Und er hatte von seiner Familie ganz viel Fisch geerbt, der aber steinalt war und den keiner mochte. Er war der Einzige, der traurig war, als wir ihn nicht mitnehmen konnten. Chillast lachte wieder kurz. Das stimmt, an sich ist er die Art von Pokémon, mit der man schwer nicht klarkommen kann. Bulbi ist da etwas anders, vor allem inzwischen. Sie hat unser Team in der anderen Welt geleitet. Sie hat mit der braunen Aura der Helden und der Fähigkeit des dimensionalen Schreis, was heißt, dass sie Visionen aus der Zukunft und Vergangenheit haben kann, wenn sie Dinge berührt, zwei unfassbar besondere Fähigkeiten. Meistens war sie auch ziemlich fröhlich, aber wurde sehr ernst, wenn es nötig war. Manchmal zeigt sie auch eine sehr gedankenversunkene, philosophische Seite. Nachdem sie und Shinooks zusammengekommen waren, wurde sie nur noch fröhlicher als vorher. Seit er jedoch verschwunden ist, ist sie still geworden. Es sei denn, man redet schlecht über ihn, wie du vielleicht bei deiner Ankunft schon bemerkt hattest. Sie macht einen deutlich traurigeren Eindruck. Wir alle, abzüglich Lord Ecke, helfen ihr so gut wir können, aber ich glaube nicht, dass sie ohne Shinooks jemals wieder die Alte wird. Außerdem waren die beiden immer so ein tolles Paar. Ich wusste schon damals, als ich sie kennengelernt habe, dass zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft herrscht. Shinooks hat immer alles für sie getan. Zum ersten Mal, seit ich sie in Silberdorf kennenlernte, wirkte Ivy etwas betrübt. Ihre Laune klarte aber schnell wieder auf. Und wenn wir seine Unschuld bewiesen haben, wird alles wieder sein wie vorher. Wie steht ihr beide eigentlich zu den anderen? Wir verstehen uns eigentlich mit allen sehr gut. Mit Bulbi, Seemups und in der Regel auch Shinooks noch etwas besser als mit dem Rest. Auch mit Lord Ecke kamen wir die meiste Zeit gut klar. Er ist in letzter Zeit nur wirklich unerträglich geworden. Ich glaube, er wird langsam verrückt oder sowas. Und dass er jetzt daran glaubt, dass Günther irgendwo da draußen ist und nur du weißt wo, macht das Ganze nicht gerade besser. Da kann ich auch nur zustimmen. Lord Ecke war zwar von Anfang an nicht so sehr an der Interaktion mit uns interessiert wie die anderen, aber damals war es eher so, dass er einfach manchmal seine Ruhe wollte. Das haben wir auch alle verstanden, vor allem wegen der ganzen Sache mit Günther. Das Problem ist, dass wir gerade angekommen sind, als Günther verschwunden ist. Genauer gesagt ist er wegen unserem letzten Kampf zur Rettung dieser Welt verschwunden. Aber ich schweife ab. Wie gesagt, wir verstehen uns mit allen gut.
Auch wenn ich und Shinux etwas Startschwierigkeiten wegen mancher Missverständnisse hatten. Aber am besten verstehen wir natürlich einander. Wie zum Beweis schmiegte sich Ivy an Chelast an. Tatsächlich machte es bei mir nun zum ersten Mal Klick. Ach, warte, seid ihr beiden? Wieder einmal lachte Chelast. Es ist einfach eine seiner Eigenschaften. Er lacht nicht abwertend, sondern einfach amüsiert. Ja, wir beide sind auch ein Paar, sogar länger als Shinux und Bulbi. Auch wenn das ehrlich gesagt daran liegt, dass die beiden einfach nur zu schüchtern waren. Jeder wusste schon, dass es zwischen den beiden funkt, außer sie selber. Sie hatten vermutlich Angst, dass der jeweils andere sich wohl anders fühlen würde und es sich negativ auf ihre Freundschaft auswirken würde. Bei uns war das etwas anders. Chelast war der Erste, der mich trotz allem einfach angesehen hat, als wäre ich ein normales Pokémon. Ich war etwas verwirrt. Man muss mir es auch angesehen haben, denn Ivy schien etwas erschrocken. Stimmt, oh Gott, du weißt noch gar nicht Bescheid, oder? Ivy hat seit ihrer Geburt eine Mutation ihrer Gene vorliegen. Deswegen hat sie eine relativ eigenartige Fähigkeit. Um mir zu zeigen, worum es ging, verwandelte Ivy sich auf einmal. An ihrem vorherigen Platz stand ein Aquana. Doch auch nur für einen Moment, denn im nächsten war es ein Vollipurba, bevor es wieder zu Ivy wurde. Ich kann mich entwickeln in alle möglichen Formen, hin und zurück. Ich war ziemlich begeistert von diesem Vorgang. Wow, das ist doch unfassbar cool. Ivy wirkte wieder etwas betrübt. Naja, leider kann ich es nicht immer ganz kontrollieren, wie und wann ich mich entwickle. Mein Stamm, in dem ich geboren bin, hat es als Fluch angesehen. Anschließend haben sie mich auf eine einsame Insel verbannt. Viele Jahre später sind dann Bulbi, Shinux, Seemops und Chelast aufgetaucht und ich habe endlich eine neue Heimat gefunden. Oh, das tut mir leid, ich wusste das nicht. Wieder wurde sie sofort munter. Mach dir nichts draus, ich kann sowas ab. Außerdem ist das alles Vergangenheit und ich bin in diesem neuen Leben glücklich. Für mich hatte wirklich ein anderes Leben begonnen. Chelast unterbrach uns. Und ich bin auch glücklich, dass wir dich damals getroffen haben, aber wir sollten langsam gehen. Schließlich sollten wir uns bei Sonnenuntergang wieder in Silberdorf treffen. Chelast und Ivy gingen bereits. Ich stand einen Moment da und hatte eine Sache im Kopf, die Ivy gesagt hatte. Ein anderes Leben.